Sicher sind wir nicht geblieben. Jüdisch sein in Deutschland ist der Titel des Buches, das Laura Cassess im Jahr 2022, letztes Jahr, herausgegeben hat, das viele Beiträge versammelt und das morgen vorgestellt wird im Teekiez in der Ludwig-Wucherer Straße in Halle als Teil des Festivals of Resilience. Vorstellen wird dann Rebecca Blady, die Rabbinerin und Leiterin von Hillel Deutschland und Überlebende des Anschlags in Halle, auch ihren sehr eindrücklichen Beitrag zu diesem Buch, aber auch viele weitere, die Laura Cassess dort versammelt hat, sind sehr lesenswert und ich freue mich sehr, dass ich jetzt mit ihr telefonisch verbunden bin. Hallo Laura. Hallo. Einführend diese Worte zu diesem Buch. Wir sprechen heute an diesem 9. Oktober 2023 am Jahrestag, am vierten Jahrestag des Anschlags. Und das Buch, was du letztes Jahr veröffentlicht hast, erschöpft sich selbstverständlich nicht in der Auseinandersetzung mit dem Anschlag. Aber es geht immer wieder um diesen Anschlag. Auf verschiedene Art und Weise nehmen die AutorInnen Bezug auf den Anschlag. Dennoch vielleicht erstmal allgemein aus der Gegenwart heraus gesprochen. Wir haben auch vorhin schon kurz dazu telefoniert, dass die Angriffe der Hamas gegenüber Israel, Israelis ja jetzt sehr stark auch in diesen Jahrestag hineinragen. Und ich würde dich gerne zu Beginn ganz allgemein fragen, wie blickst du auf den heutigen Jahrestag des Anschlags von Halle? Ich blicke auf den heutigen Jahrestag mit ganz unterschiedlichen Perspektiven. Der eine Punkt, der mir natürlich sehr wichtig ist zu sagen, dass auch die Ereignisse, wie sie sich jetzt in Israel zugetragen haben, vergangenes Wochenende, diese schlimme und wirklich für die jüdische Community extrem einschneidende Kundgabe des Terrors in Form des Massakers, das auf diesem Festival stattgefunden hat und in zahlreichen Ortschaften im Süden Israels, wirklich für die jüdische Community ein extremer Einschnitt, zumal viele Mitglieder der jüdischen Community Verwandte, Freunde, Angehörige haben, um deren Verbleib sie aktuell noch nicht wissen. Und insofern ist dieser Tag natürlich davon gezeichnet. Und dennoch möchte ich sagen, dass der Jahrestag des Anschlages auf die Synagoge, den Teekiez und eben weitere unschuldige Menschen in Halle auch ein Tag ist, der nicht vergessen werden sollte, auch wenn er eben überschattet ist von den jüngsten Ereignissen des letzten Wochenendes, weil er eigentlich die Kontinuitäten rechtsextremer Gewalt in Deutschland, antisemitisch-rassistisch und misogyn aufgeladener, motivierter Gewalt in Deutschland, wie viele andere Daten eben auch manifestiert und er deshalb eben auch nicht vergessen werden darf und nicht in Vergessenheit geraten darf. Und das ist auch der Grund, warum wir von dem Plan, morgen die Lesung im Teekiez in Halle zu machen, nicht abrücken, weil wir glauben, dass es extrem wichtig ist, weiterhin eben auf diese Kontinuitäten, die jüdisches Leben in Deutschland und andere marginalisierte Gruppen gefährden, betont werden muss. Und vielleicht noch ein Punkt oder ein dritter Punkt, in dessen Zeichen dieser Jahrestag auch steht. Gestern wurde in Hessen und in Bayern gewählt. Die Zahlen, die AfD im Zuge dieser Wahlen erzielt haben, sind im negativen Sinne historisch. Das wurde lange bagatellisiert, es wurde auf marginalisierte Gruppen nicht gehört und Gruppen, die von der Hetze und dem Populismus und dem Hass, den die AfD sät, betroffen sind, jetzt schon betroffen sind, nicht erst, wenn sie in der Regierung sind. Ja, und im Zeichen dieser drei Aspekte steht dieser heutige Jahrestag letztlich. Ja, und ich habe auch den Impuls, noch weiteren zuzufügen quasi. Also ich merke, auch mir fällt es heute wahnsinnig schwer zu sagen, es gibt Punkte, wo man ansetzen kann, dass sich Dinge zum Besseren geändert haben. Also in den letzten Monaten die Debatte um Hubert Aiwanger, die wahnsinnig rassistisch aufgeladene sogenannte Migrationsdebatte der letzten Wochen. Ich glaube, man kann vieles aufzählen, gerade auch in Bezug auf den Anschlag, auf die Ideologie Rassismus, Antisemitismus. Das Absolut. Aufzeigt, in was für einer grauenhaften Situation wir uns weiterhin 4 Jahre nach dem Anschlag befinden und ja, dass Lippenbekenntnisse oftmals Lippenbekenntnisse geblieben sind. Davon vielleicht etwas wegkommend, wollen wir auf das Buch schauen, was du morgen mit Rebecca Blady in Halle vorstellen wirst im Teekiez. Der Titel Sicher sind wir nicht geblieben. Jüdisch sein in Deutschland ist ja einer, der ja sehr viele
interessante Deutungen eröffnet. Also die Frage von keiner Sicherheit für jüdische Menschen in Deutschland, nicht vor dem Anschlag, nicht während des Anschlags in Halle und auch nicht danach. Aber auch, das lese ich daraus, eine Bezugnahme auf, ja, ein vielleicht sicher sind wir geblieben von Überlebenden, jüdischen Überlebenden der Shoah nach 1945, die sich dazu entschlossen haben, trotz der Verbrechen im Land der Täter weiterzuleben oder ja dazu auch manchmal gezwungen waren. Das alles so als Assoziationen. Ich würde dich gerne auch fragen nach diesem Titel, den du gewählt hast für den Band. Ja, also diese Assoziationen und die unterschiedlichen Auslegungsmöglichkeiten, die dieser Titel bietet, der ist natürlich insofern Absicht, als dass er diese Ambivalenz einerseits widerspiegeln soll, die jüdisches Leben in Deutschland, jüdische Lebensrealitäten, die auch unterschiedlich sind, in Deutschland prägen. Ja, aber tatsächlich eben auch diese Gegensätzlichkeit. Ja, der Titel erlaubt eben auch die Deutung, natürlich sind wir nicht geblieben. In diesem Buch schreiben auch Personen, die aus Deutschland ausgewandert sind. Es schreiben Personen, die nicht in Deutschland geboren sind und sich für ein Leben in Deutschland entschieden haben. Es sind Personen, die in Deutschland geboren wurden und hier bleiben, aber sich noch nicht sicher sind. Also es geht um das Konzept der Sicherheit im direkten und im indirekten Sinne. Es sprechen Personen, deren Aufwachsen in Deutschland auch in oder außerhalb jüdischer Einrichtungen geprägt war, von der Frage der Sicherheit und was das eigentlich bedeutet. Und mit dem Sicher ist auch eben dieses natürlich gemeint. Also die Frage danach oder die Deutungsmöglichkeit, natürlich sind wir nicht geblieben. Ja? Wie soll man denn in so einem Land bleiben? Und das Konzept hat vielleicht, um darauf kurz sprechen zu kommen, was eigentlich hinter dem reißerischen Titel steht. Zum einen ist das ist etwas, das sage ich immer wieder, für mich gar nicht unbedingt ein Buch über jüdisches Leben, denn so viel wird über jüdische Lebensrealitäten oder die Art, wie sich jüdischer Alltag prägt, gar nicht verraten, sondern vor allem ist es ein Buch für mich über Deutschland und wie die Umstände, die jüdisches Leben in Deutschland prägen, eigentlich einen, wie man sich wünschen würde, normalisierten jüdischen Alltag bis heute verunmöglichen. Und gleichzeitig nehmen die AutorInnen dieses Buches eine Art Perspektivwechsel vor. Sie sprechen darüber selbstbestimmt. Sie sprechen darüber als mündige Bürgerinnen, die einen Anspruch darauf erheben, genau diese strukturellen Mängel, genau die Frage danach, wer wird übersehen, wer darf eigentlich gesellschaftlich mitbestimmen, welche Position ist legitim, wer wird gehört, auf wen wird Rücksicht genommen, wer wird geschützt tatsächlich und wer eben auch nicht. Ja, auch dafür ist eben der Anschlag in Halle ein einprägsames und schreckliches und ungewolltes Beispiel. Aber vor allem war mir das eben wichtig, dass die AutorInnen, mit denen ich Fragen und vielleicht auch unbeantwortete Fragen zu jüdischem Leben in Deutschland teile, eine selbstbestimmte Position einnehmen, einen selbstbestimmten Blick werfen auf dieses Land, das eben viele seiner Prozesse noch nicht abgeschlossen hat nach 1945. Ein Land, in dem eben Strukturen weiterhin überwunden werden müssen, die es für Minderheiten, marginalisierte Gruppen, jüdische Personen, rassifizierte Personen einfach wahnsinnig beschwerlich machen, ein mündiger und ebenbürtiger Teil dieser Gesellschaft zu sein, ohne ständig als fremd, anders und störend wahrgenommen zu werden. Ja, und das aufgreifend war eine Deutung oder eine Assoziation, die mir zu diesem Titel des Buches kam, Sicher sind wir nicht geblieben, dass darin mit diesem sicher oder unsicher auch eine Verunsicherung für mich steckt, die dieses Buch sehr, sehr stark leisten kann, wenn man sich darauf einlässt, würde ich sagen, für eine nicht-jüdische deutsche Mehrheitsgesellschaft, eben verunsichert zu werden darin, dass auch du gleich im ersten Beitrag darüber schreibst, welchen Projektionen Jüdinnen und Juden eigentlich immer ausgesetzt sind und sei es im vermeintlich Positiven und ja quasi Dilemmata, da gar nie rauskommen zu können. Das vielleicht noch als eine weitere Beobachtung, inwiefern soll das auch ein verunsicherndes Buch sein? Also das ist eine ganz fantastische Beobachtung. Genau das soll diesen, ich glaube, ein Lernprozess lässt sich über eine gewisse vertrauensvolle Verunsicherung überhaupt nicht in Bewegung bringen. Dieses Buch soll verunsichern, weil es natürlich fragt, indem auch jüdische Personen sich selbst zu den Subjekten ihrer eigenen Geschichten machen, natürlich auch durch ihre Position Unbehagen auslösen und verunsichern und das aber nicht in einem destruktiven Sinne, sondern im Sinne dessen,
dass eben jüdische Menschen als Menschen wahrgenommen werden, als Subjekte wahrgenommen werden, als Menschen, die ein Anrecht darauf haben, unberührt und ungestört Teil dieser Gesellschaft zu sein, dass sie nicht ständig nur zu Bildern umfunktioniert werden, die irgendeine Rolle erfüllen sollen in der Erinnerungskultur, im Diskurs um Antisemitismus oder eben auch nicht. Da sollen sie nämlich mit ihren Perspektiven am besten gar nicht auftauchen. Oder eben, wie wir jetzt sehen, in einer Eskalationsspur des israelisch-palästinensischen Konfliktes, in dem die Auswirkungen, die direkten Auswirkungen auf Jüdinnen und Juden außerhalb Israels überhaupt nicht anerkannt werden und gleichzeitig jedes Mal zu beobachten ist, dass jüdische Personen, jüdische Einrichtungen Israelis zum direkten Ziel verbaler und körperlicher Gewalt werden, ohne dass sie auch noch bevor sie in irgendeiner Form sich politisch zu diesen Auseinandersetzungen positionieren, sondern einfach nur, weil sie sind, wer sie sind. Und diese Gegenposition vorzunehmen, diese Geschichte selbst zu erzählen, das muss Verunsicherung auslösen, weil ansonsten überhaupt gar kein Umdenken und eine Interaktion, in der wir alle nur quasi weitermachen können, wenn wir alle gleichwertig verunsichert sind, um dann eben überhaupt uns auch miteinander verbinden zu können, absolut notwendig ist. Einer der sehr lesenswerten Beiträge in deinem Buch, das du herausgegeben hast, in dem du verschiedene Beiträge versammelst, die wirklich alle sehr, sehr kraftvoll sind. Einer, der mir besonders aufgefallen ist, ist der von der Journalistin Erika Zinger. Der Titel ist schon sehr spannend, Geschenke kosten. Und Erika Zinger geht in ihrem Beitrag darauf ein, unter wie viel Armut jüdische Menschen oftmals in Deutschland leben, in wie armen Verhältnissen, also eine ökonomische Dimension, die sie stark macht. Und das Ganze übertitelt sie eben mit Geschenke kosten und nimmt da Bezug quasi auf die Idee, Jüdinnen und Juden in Deutschland seien ja quasi ein Geschenk und man sei so dankbar, dass sie hier sein und auch damit ja quasi das wieder gut gewordene Deutschland affirmieren würden. Wieso war es dir wichtig, auch einen solchen Beitrag in das Buch zu integrieren? Ich bin hauptamtlich für die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland tätig, dem sozialen Dachverband, dem Wohlfahrtsverband der jüdischen Gemeinden in Deutschland, der sich vorwiegend genau mit solchen Thematiken beschäftigt, nämlich mit den unsichtbaren Lebensrealitäten jüdischer Menschen, die de facto und qua demografischer Grundlage eigentlich die meisten Mitglieder aller jüdischen Gemeinden betreffen. Jüdische Menschen in Deutschland sind von Mehrfachdiskriminierung in den meisten Fällen betroffen, weil fast alle jüdischen Menschen in Deutschland qua Definition eine Migrationsbiografie haben und auch eine Migration im Laufe ihres Lebens erlebt haben selbst und somit natürlich auch Marginalisierungsprozesse einhergehen, die Menschen, die nach Deutschland migrieren, aus unterschiedlichen Gründen erleben. Ja, also Hürden, denen sie entgegenblicken. In den meisten Fällen oder für die meisten Personen aus der jüdischen Community heute gilt das, weil ein Großteil der Mitglieder jüdischer Communities in Deutschland in den vergangenen 30 Jahren aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland als sogenannte Kontingentflüchtlinge migriert sind und im Zuge dessen in den meisten Fällen ihre Bildungsabschlüsse, ihre universitären Abschlüsse und auch ihre beruflichen Qualifikationen zum einen nicht anerkannt bekommen haben und zum anderen eben ihre Arbeitsleistung im Herkunftsland nicht anerkannt wurde. Und sie somit vor der Situation stehen, dass sie im Rentenalter, obwohl sie weiter nach ihrer Migration in Deutschland häufig in niedrig besoldeten Berufszweigen, weil eben ihr Abschluss nicht anerkannt wurde, tätig waren, eigentlich von maximal und wenn es hochkommt, Grundsicherung leben. Und das gilt für fast alle Personen, die jetzt im SeniorInnenalter sind, die aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland migriert sind. Wir sprechen von ca. 70.000 Personen. Und dieser Rentenausgleich, der ist nie gemacht worden. Mittlerweile haben die jüdischen Dachverbände erwirkt, dass diese betroffenen Personen einen Härtefallfonds beantragen können. Und gleichzeitig ist es aber so, dass diese Menschen eigentlich bis an ihr Lebensende leer ausgehen. Und das sind Geschichten, die über jüdisches Leben in Deutschland so bisher noch nicht erzählt wurden. Ja, und daran anschließend würde ich dich gerne fragen nach den Ambivalenzen der Repräsentation. Und zwar Ambivalenzen, die natürlich auch dieser Sendung jetzt inhärent sind. Also man kann ja befragen, wieso sprechen wir gerade am Jahrestag des Anschlags in Halle über jüdische Lebensrealitäten. Das ist sicher wichtig, aber vollkommen falsch wäre es,
nur an diesem Tag darüber zu sprechen. Absolut. Das jetzt nochmal in Bezugnahme auf dein Buch. Inwiefern hast du dann einen Umgang damit gefunden, was die einzelnen Geschichten, die einzelnen Beiträge sind und welche Ambivalenzen der Repräsentation von, wie du im Untertitel schreibst, jüdisch sein in Deutschland eigentlich immer mitschwingen? Oh, es sind ganz viele Ambivalenzen. Es sind die Ambivalenzen einerseits, wer für wen spricht, ja, wer ist überhaupt sprachfähig, all diese Dinge zu sagen. Sind die Personen, die betroffen sind, selbst eigentlich in der Lage, ihre Geschichten selbst zu erzählen? Ich verstehe es schon als meine Aufgabe, auf unterschiedlichen Ebenen genau diese Positionen zu übersetzen oder ihnen einen Raum zu bieten, wenngleich wir da noch viel Arbeit vor uns haben. Und ich denke aber auch gerade, wenn wir über jüdisches Leben im Zusammenhang mit dem Jahrestag des Anschlags in Halle sprechen, dann müssen wir auch darüber sprechen, dass die Ideologie, die hinter diesem Anschlag gesteckt hat, natürlich nicht nur eine antisemitisch aufgeladene Ideologie ist und dass gleichzeitig antisemitisch basierter Rechtsextremismus auch nie nur jüdische Personen trifft, sondern er trifft Menschen, die auch aus anderen Gründen marginalisiert werden und diskriminiert werden. Das sehen wir an diesem Anschlag ganz genau, die Zusammenhänge, die eben zu den Gewalttaten geführt haben und auch zur Ermordung von Kevin und Jana, lassen eben in dieser Ideologie sehr, sehr viel erkennen. Und darunter leiden eben nicht nur jüdische Communities, sondern eben auch andere Communities, die eben nicht und andere Menschen, die nicht in diese Ideologien hineinpassen. Und die können nur gesamtgesellschaftlich bekämpft werden. Und ich hatte es eingangs eigentlich nur angerissen, das Thema, dass es in dem Buch, über das wir sprechen, um das dieses Gespräch kreist, mehrfach Bezugnahmen gibt auf den Anschlag in Halle, der sich heute zum 4. Mal jährt. Und ich würde dich an dieser Stelle gerne nochmal fragen, also wie sehen die genau aus? Was sind das für Bezugnahmen, für Erwähnungen dieses Anschlags? Naja, es sind Erwähnungen derjenigen, die direkt betroffen waren. Es sind konkrete Auseinandersetzungen, eben beispielsweise im Text von Rebecca Blady, die sich ein Stück weit eben auch ihre Erfahrungen im Überleben dieses Anschlages teilt und gleichzeitig sich eben auch aus dieser Position heraus emanzipiert, indem sie eben das in eine generelle Lebenserfahrung einordnet, ja, von der der Anschlag auf die Synagoge ein Teil ist. Und dann wird aber gleichermaßen Bezug genommen auch auf die daraus entstandene Initiative des Festivals of Resilience und der Raum, der des Tekits jetzt geworden ist. Und dann gibt es Auseinandersetzungen damit, was auch der Anschlag symbolisch für die jüdische Community bedeutet hat. Das wurde immer wieder nicht nur in dem Buch gesagt, sondern eben auch in Beiträgen von jüdischen Menschen, dass dieser Anschlag keine Überraschung war. Ein Teil, in dem ich in meinem Text zum Beispiel auf den Anschlag referiere, besagt, der Anschlag Halle war eine Realität, bevor sie passiert ist, weil jüdische Einrichtungen, jüdische Institutionen, Organisationen, Gemeinden, Synagogen bis heute bewacht werden müssen. Und wenn sie nicht bewacht werden, also es gibt quasi so einen Confirmation Bias, dass eben nichts passiert, weil Organisationen oder Einrichtungen bewacht sind. Wenn sie aber nicht bewacht sind, was passiert dann? Und dafür war Halle eines der schrecklichsten Beispiele der deutschen Nachkriegsgeschichte.